die Herren tragen auch eine klassische Hose. Startnummer 132, Sascha Schlösser vom Cologne Bodybuilding Team. 133, Kevin Monschau von der BG Sportnahrung. 134, Kevin Elsner, Sportnahrung Engel. 135, Abdul Youssef vom Vitalis Fitness in Hagen. 136, Martin Kozlowski vom City Gym in Lübeck. 137, Markus Lampert, Smash Fitness Park. 139, Nils Treppner vom Sportstudio Merzenich. 141, Marcel Mettendorf vom Athletikteam Nemesis. Und die 142, Tom Hallmann. Kevin, lachen! Jawohl! Also habe ich gesehen, schon bei der Vorstellung, eine klassische Pose erwünscht. Ich habe einen gesehen, naja, gut. Ja! Hab die Kampfrichter dann vielleicht ein Auge zugedrückt. Könntest du grinsen? Könntest du grinsen? Bau dich auf! Heute noch! Ja! Mein Gott, wenn du so gut aussiehst! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zeig dich! 135 in die Mitte, genau, und die anderen rechts und links aufschließen. Ja. Aufbauen! Top! Seitlich, leicht! Beine! Beine! Füße drehen nach rechts! Ja, lass die hoch! Oh, streck die Handschellen! Siehst du gut aus? Rückenabsicht! Also ich meine den Kevin. Die anderen auch von mir aus. Kevin, top! Jawoll! Seitenabsicht! Mehr eindrehen, eindrehen, ja. Mehr eindrehen, Kevin, ja. Frontansicht. Beine. Komm schon. Vakuumpose. Gut auf die Beine. Gut auf die Beine. Vakuum 135. Komm nochmal. Doppelbizeps. Super, Kevin! Seid ihr bewusst? Jawohl, schön wieder frisch. Eindrehen. Jawohl, super machst du das. Doppelbizeps, Rückenansicht. Komm schon, stell dich. Super machst du das. Seitige Trizepspose. Komm, deine Zuckerseite! Hey! Raus und da mehr! Ja, aber da geht's noch ganz weit! Super! Vakuumpose! Vakuum! Bauch und Beine! Beine. Klassische Pose. Und jetzt schön aussehen. Ab da. Jawohl. Vielen Dank. Jetzt aufbauen, Beine. Super, Kevin. Super. Das war der erste numerische Vergleich. Nächstes kommt die zweite Gruppe nach vorne. Auch hier werden die Pflichtposen einmal durchgegangen. Kevin! Jetzt, ja. Jetzt aufbauen! Jawohl, Ellenbogen höher! Vierte Drehung nach rechts. Super! Kevin! Seite gebaut! Ja, so dreh dich auch nicht schnell. Beine! Rücken hat sich. Streng dich mal ein bisschen an hier. Ich bin nicht zum Spaß da. Seitenansicht.
Baum zeigen. Super. Flach atmen, alles gut. Du siehst toll aus, Kevin. Frontaussicht. Freu dich. Weiter. Du siehst so gut aus. Und ein bisschen drehen, Markus. Marco. 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 Beine auf. Doppelbizeps. Bein. Jawohl. Vakuum. Und hier zu uns drehen. Seitige Brust. Jawohl. Seitige Bauch. Doppelbizeps. Großes Leiden, Kevin. Beinbeuger noch. Jawohl. Genau. Seitliche Brustpose. Seitliche Brust? Ah, Entschuldigung, seitliche Trizepspose, die Brust. Entschuldigung. Gut aufpasst. Tut mir leid. Bauch seitlich. Jawohl, Bauch seitlich. Kopf auf. Frontansicht, Vakuumpose. Beine dazu. Bauch und Beine. Kevin, wir sind hier. Und alles gut. Wenkste. Ja, zeig dich reifen, Markus. Komm. Jawohl. Und zum Abschluss eine klassische Pose. Bizeps nach oben. Jetzt. Super. Dankeschön. Mach mal locker. Alles gut. Damit hätten wir die numerischen Vergleiche durch. Die Kampfrichter konnten sich ein Bild machen von allen Athleten. Und wir kommen zum Wunschvergleich unserer Kampfrichter. Da muss natürlich wieder gerechnet werden. Die Athleten hier in der Klasse dürfen etwas schwerer sein als im Classic Bodybuilding. Dafür müssen sie aber die Vakuumpose können. Obwohl die schwerer sein dürfen. Ja, genau. Gut. Wenn das so ist. Ja. Ist nichts mit Essen, viel Essen. Muss der Bauch weg? Aber das Schöne ist, wir werden ja sowohl im Classic Bodybuilding als auch im Classic Physik wieder Posing-Küren sehen. Die ja auch bei den Amateurmeisterschaften mit in die Punktebewertung einfließen. Ja, eigene Wertungsrunde. Locker einfach da stehen. Das ganz gravierender Unterschied im Gegensatz zum Profi-Bodybuilding, wo die Kürvorträge nichts wert sind, außer zur Volksbelustigung. Ja. Aber hier geht auch in der Kürrunde der Körper zum Großteil in die Bewertung ein. Also wir sagen, wie unser Präsident immer sagt, ein Tänzer kann nicht die Bodybuilding-Wertung gewinnen. Das ist durchaus möglich, wenn man zwei gleichwertige, gleich starke Athleten hat, dass man an dem, der besseren Kürvortrag, nach vorne werden kann. Ja. Nichtsdestotrotz entscheidet bei einem Gleichstand dann immer noch die Wertung der Finalvergleiche. Also da muss man die Runde ziehen, doppelt. Genau. Ja. Sieht so aus, der erste Vergleich nach vorne, die Startnummer 134. 136, 137, 141, 142. Kevin, locker bleiben, es ist noch alles drin. Vierte Drehung nach rechts. Ready. Kevin, ready. Super. Ja. Sechs sind im Finale. Alles noch drin. Rücken aus. Beinbeuger. Jawohl. Super. Einfach. Seiten aus. Bauch. Bauch. Front an sich. Beine. Schön die Beine machen. Vakuumpose. Doppelbizeps.
Und die Beine, die Beine, die Beine, die Beine, ja. Seitliche Brustpose. Seitliche Bauch. Auf dem Bizeps, Rückenwertung. Schön die Beinbeuger. Jawohl. Ja, super. Seitliche Trizepspose. Bizeps. Und Bauch. Ja, durch, durch. Super. Frontarmsicht. Vakuumpose. Und die Beine. Beine dazu, genau. Bauch und Beine. Und drück die Beine. Jawohl. Beine. Und zum Abschluss noch eine klassische Pose. Jawohl. Bizeps nach oben. Jawohl, Seite gebaut. Beine. Beine zu. Vielen Dank. Startnummer 136 bleibt auf der Bühne und dazu die anderen vier Athleten. Komm, Kevin, jetzt geht's drum. Auf, jetzt wird gekämpft, jetzt geht's drum. Vierte Drehung nach rechts. Super, gerade ausgerufen, super. Rücken an sich. Und stehen. Jawohl. Beim Bizeps, jawohl. Halten. Seiten an sich. Und nach vorne Front an sich. Hey. Auf die Beine. Vakuumpose. Und jetzt aber richtig rein das Ding. Jawoll. Doppelbizeps. Seitliche Brust. Anders die Beine. Anders. Rückenwertung, Doppelbizeps. Kevin. Seitliche Trizepspose. Gut machst du das, super. Frontansicht. Vakuum. Beine. Jawohl, gut. Bauch und Beine. Beide Beine. Ja, ja. Und zum Abschluss noch eine klassische Pose. Sehr schön. Vielen Dank. Ich darf nur nochmal alle Teilnehmer der Kategorie Classic Physik nach vorne bitten zu einem kurzen Line-Up. Ein kleines Mini-Post-Down. Haut nochmal eine schöne Pose raus. Für eure Fans, Freunde, für die Kampfrichter, lasst doch mal krachen, denn leider sehen wir auch hier nur 6 von euch im Finale wieder. Classic Physik, internationale deutsche Meisterschaft. Vielen Dank an die Classic Physik Athleten und wir freuen uns dann, die Top 6 von euch in kurzer Zeit im Finale hier auf der Bühne wiederzusehen. Genau, im Finale haben wir jetzt auch schon eins. Das ist das Finale im Classic Bodybuilding bis 1,78 Meter. Die dürfen wir auf die Bühne bitten.